Hallihallo, ich wieder mal. W124 Kraftstoffpumpenrelais heute. Wo sitzt es? Warum tauscht man es aus? Warum muss man es austauschen? Ganz einfach erklärt: Autos sind nicht mehr angesprungen oder springt nicht mehr an. Deswegen müssen wir jetzt das Kraftstoffpumpenrelais, was quasi als Übeltäter diagnostiziert wurde, austauschen. Geht ganz einfach. Und zwar machen wir erstmal einmal die Haube auf. Schöner kleiner Burschi. So. Da. Denn wollt ihr natürlich sicherlich auch wissen, wo das. Das macht man übrigens nicht, das mit einer Hand hier aufziehen. Dann bricht man nämlich diesen Schnups hier ab und dann war es das nämlich wieder. Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais? Also bei diesem Fahrzeug zieht man hier die Gummileiste weg. Wie sieht das Kraftstoffpumpenrelais aus? Ich habe noch eins, ich habe eins in der Hand, was ich jetzt gleich austausche. Das ist quasi das Kraftstoffpumpenrelais. So, das kommt jetzt dahin. Dann muss man diesen Plastikburschen hier wegziehen. Ganz einfach eigentlich. Zack. Dann muss man dieses Steuergerät wegnehmen. Das ist eingehakt. Eigentlich auch nicht das Problem. Zack. Da hinten sitzt das Teil. Da macht man so ein kleines bisschen hin und her. Zack, dann hat man das in der Hand. Das ist das Kraftstoffpumpenrelais, was drinnen war. Das ist das Kraftstoffpumpenrelais, was reinkommt. Hinten kommen die langen rein, also die mehr mit den mehr Nupsis und vorne die mit wenig Nupsis. So, quasi so, dass man die Bezeichnung gut lesen kann. Das setzen wir jetzt da ein. So, dann kommt das wieder in die Hosentasche. Das haken wir hier wieder ein. Übrigens sitzt da auch noch. Wie ist das Ding jetzt noch? Egal, sage ich euch in einem anderen Video. So, auf jeden Fall hakt man jetzt den Burschen da wieder ein. Zack. Und guckt, ob das Fahrzeug startet. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt anspringen würde. Mir wurde gesagt, Kraftstoffpumpenrelais, einfach umstecken, starten, läuft wieder. Jo, Auto läuft wieder. Klackert ein bisschen, jetzt hat er sich Öl geholt, kein Klacker mehr. So, Kraftstoffpumpenrelais gewechselt. In 2 Minuten 50, ja. Wenn du meine anderen Videos anklickst, dann habe ich es mal gerne gesehen. Adios, ciao, ciao, goodbye.